Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Monaten verschärft. Mehr Steirerinnen und Steirer sind arbeitslos. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist Hauptthema. Im Bereich der Jugendlichen, das ist richtig, steigen die Zahlen. Ich glaube, das wird einer der großen Herausforderungen sein, den Jugendlichen die Lehre wieder schmackhaft zu machen. Da sind nicht nur wir vom AMS gefordert. Ich glaube, das muss in Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Schulen, mit der Wirtschaft geschehen, dass wir den Jugendlichen einfach wieder die Lehre so attraktiv präsentieren. Nicht gerade entspannend werden sicher die nächsten Monate. Bekanntlich gibt es hier Berufe, die traditionell im Winter Probleme bereiten. Es ist ein erstes Anzeichen, dass wir uns wieder in eine leichte Krise bewegen. Ich bin immer Optimist. Ich sage immer, wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Allerdings die letzten Prognosen und die letzten Trends deuten schon wieder auf eine Verschärfung der Situation für 2013 hin. Von Seiten des AMS ist man bemüht, Arbeitslose so rasch als möglich wieder zu vermitteln. Unser Job ist es, die Leute so schnell wieder als möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir sind für Arbeitslosigkeit nicht verantwortlich. Das heißt, wir versuchen, Leute wieder zu vermitteln. Das ist unser Kerngeschäft. Und versuchen auch, und ich glaube, das sollte auch wieder verstärkter Schwerpunkt werden, arbeitsplatznahe Qualifizierungen. Das heißt, im Dialog mit der Wirtschaft Leute maßgeschneidert auszubilden. Mit dem neuen Leiter wird es auch Veränderungen beim AMS in Bruck an der Mur geben. Es wird personelle Veränderungen geben, möchte aber bei der Gelegenheit meinen Vorgänger, dem Walter Schaller, alles Gute wünschen. Er hat gute Arbeit geleistet, da kann man gut aufbauen, aber es wird sich personell bei uns etwas tun. Wir müssen Personal abgeben und mein Fokus ist einfach, Mitarbeiter dementsprechend strategisch einzusetzen.